den Tagesthemen. Ich bin froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Und das, was jetzt vereinbart ist, ist wirklich eine klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe. Sagt der Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer heute Abend kurz nach 22 Uhr vor dem Konrad-Adenauer-Haus nach einem stundenlangen Treffen der Parteiführungen von CDU und CSU. Und damit guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Ja, da ist einiges passiert heute in Berlin und deswegen gehen wir direkt rüber nach Berlin zu Tina Hassel, der Leiterin unseres Hauptstadtstudios vor dem Kanzleramt. Da sitzt jetzt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammen. Kann man denn schon was sagen, wie die Atmosphäre zu Beginn dieses Treffens war? Nun, wir sind nicht dabei, sondern nur davor. Aber die Atmosphäre wird nicht gut gewesen sein. Denn zunächst musste die SPD ziemlich lange, also mindestens eine halbe Stunde im Kanzleramt schon warten, weil die Unionsspitzen im Adenauerhaus so lange noch gerungen haben und dann auch alle dort noch ihre Statements gemacht haben. Und dann ist das, worauf man sich im Adenauerhaus geeinigt hat und worüber man jetzt hinter mir verhandelt, nichts, aber wirklich nichts, was der SPD in irgendeiner Form gefallen wird. Ganz im Gegenteil, die kommt in eine ziemlich schwierige Situation. Wenn man das jetzt zusammenfasst, was da heute Abend passiert ist, würden Sie sagen, das ist ein Kompromiss oder hat sich da die CSU durchgesetzt? Naja, alle haben ja fast wortgleich, was ja auch bezeichnend ist, wortgleich oder worthülsengleich gesagt, nach hartem Ringen haben wir eine gute Lösung gefunden. Aber es ist im Grunde eine schwierige Lösung. Und um nochmal auf die SPD zurückzukommen, die hat in ihrem Fünf-Punkte-Plan ganz klar heute vorgestellt, sie will keine geschlossenen Zentren. CDU und CSU haben sich aber genau auf so etwas geeinigt, nämlich grenznah. Da hören wir jetzt schon aus der SPD große Widerstände. Das wird morgen, wenn die Fraktion tagt, mit Sicherheit dort vehement diskutiert werden. Und die SPD sagt, geschlossen darf es nicht werden. Also das ist schwierig. Die CSU feiert, dass jetzt doch ein neues Grenzregime da besprochen wird, nämlich mit Rückweisungen an den Grenzen, aber eben nicht im Alleingang, sondern in Absprache. Aber auch das ist natürlich schwierig. Und von der SPD haben wir auch gehört, naja, Seehofer bleibt weiter in der Regierung. Was ist das für ein Signal? Das zeige doch, dass die Kanzlerin nicht mehr die Kraft gehabt habe, ihren allerhärtesten und auch verbal brutalsten Widersacher die Grenzen zu zeigen. Also es ist ein Kompromiss. Alle werden aber daran doch erstmal noch deutlich zu kauen und zu schlucken haben. Und ob die SPD da mitgeht, ist für mich noch offen. Tina Hassel, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen vor dem Kanzleramt in Berlin. Ja, also es wird eine Einigung in der Union verkündet. Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt es einen guten Kompromiss nach hartem Ringen, wie sie sagt. Und Horst Seehofer wird offenbar erstmal Innenminister bleiben. Fassen wir diese Einigung nochmal zusammen. Wir haben sie gerade eben etwas angesprochen. Ein Teil dieser Einigung ist die Einrichtung von sogenannten Transitzentren in Deutschland nahe der Grenze zu Österreich. Es ist die Rede von einem Grenzregime. Bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge, die sollen dort aufgenommen werden in diesen Transitzentren und von dort direkt in die jeweils zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Und mit diesen Ländern sollen entsprechende Verwaltungsabkommen geschlossen werden. In Berlin begrüße ich jetzt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Nein, ich höre gerade, die sprechen wir gleich, sondern wir fassen noch einmal diesen Kompromiss, der da heute Abend im Konrad-Adenauer-Haus gefunden wurde, zusammen. Dass dies nun wirklich der Schicksalsort für die Union ist, es war am Nachmittag noch nicht erkennbar. Kurz nach 17 Uhr fahren am Berliner Konrad-Adenauer-Haus die Spitzen von CDU und CSU vor. Der CSU-Chef und nach wie vor Innenminister wortkarg. Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wiederkomme. 5 Stunden später war es dann zwar schon deutlich nach Sonnenuntergang, als ein zufriedener Horst Seehofer aus der CDU-Zentrale tritt. Eine Einigung mit der Kanzlerin auf gemeinsame Schritte in der Einwanderungspolitik sei endlich gelungen. Ich bin
froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Und das, was jetzt vereinbart ist, ist wirklich eine klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft. Die Vereinbarung zwischen Seehofer und Merkel sieht vor, Asylbewerber, die bereits in der EU registriert sind, an der Einreise zu hindern. Dies soll in Transitzentren geschehen, auf Basis von zuvor geschlossenen Rücknahmeabkommen. Fehlen solche Abkommen, soll die Zurückweisung speziell an der deutsch-österreichischen Grenze dennoch möglich sein. Damit ist genau der Geist der Partnerschaft in der Europäischen Union gewahrt und gleichzeitig ein entscheidender Schritt getan, um Sekundärmigration zu ordnen und zu steuern. Das ist genau das, was mir wichtig war und ist. Und deshalb glaube ich, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben. Die Erleichterung ist der Kanzlerin anzumerken, denn tagsüber hatte sich in ihrer Unionsfraktion spürbar Druck aufgebaut, den Streit unter den Schwesterparteien endlich zu lösen. Die Gesamtheit der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU fürchteten schweren politischen Schaden durch den Streit. Wer jetzt Personalfragen und Emotionen draußen lässt, wer sich nur mit der Sache beschäftigt, der einigt sich heute Abend. Davon bin ich überzeugt. Und das war übrigens ein extrem klares Signal von der Fraktion an die Parteispitzen. Wir erwarten eine Lösung. Die Fraktion steht. Sie wird sich nicht auseinanderdividieren lassen. Das ist heute klar geworden. Und jetzt geht es um Führungsverantwortung. Es gibt zumindest eine einheitliche Entschlossenheit der Fraktion, nämlich CDU und CSU fest zusammenzuhalten als Union. Das war im Grunde auch der Tenor und die Botschaft aus dieser Fraktionssitzung. Doch auch die SPD machte am Mittag deutlich, egal wie der Streit ausgeht, sie sei auch betroffen. Für den Abend erwirkte sie ein weiteres Treffen der Regierungsspitzen. Die Zukunft dieser Regierung wird da besprochen. Und die Frage, ob es jetzt einen Kompromiss gibt oder eine Lösung, die natürlich auch die SPD mittragen muss. Es gibt ja keinen Automatismus, wenn sich die beiden Unionsschwestern einigen, dass wir das dann mittragen. Bevor sich die Spitzen von CSU und CDU vor wenigen Minuten mit dem Koalitionspartner SPD zurückzogen, begrüßten sie die Einigung zwischen Seehofer und Merkel. Für die CDU war in einer besonderen Art und Weise wichtig, dass wir diesen Weg nicht unabgestimmt machen, sondern in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn und nicht zulasten Dritter. Für uns ist ganz wichtig, dass wir an der deutsch-österreichischen Grenze zu einem neuen Grenzregime kommen. Das heißt, wir hindern künftig diejenigen an der Einreise, schon an der Einreise, wo von vornherein klar ist, dass sie eben keine Asylberechtigung in Deutschland haben, keinen Anspruch haben, dass ihr Asylverfahren in Deutschland durchgeführt wird. Nun läuft im Kanzleramt das zweite Treffen der Spitzen der Großen Koalition binnen weniger Tage. Ob die SPD den verhandelten Kompromiss mitträgt, ist offen. Jetzt begrüße ich in Berlin die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Guten Abend, Frau Klöckner. Hallo, guten Abend, Herr Zamparoni. Frau Klöckner, wieso hat sich die CSU mit all ihren Wünschen da durchgesetzt? Das hat sie nicht. Wir haben gemeinsam einen Kompromiss gefunden. Naja, und sie aber es werden ja doch jetzt die Menschen Beitrag nicht mehr in das Land reingelassen. Und Sie haben gesagt, es wird ausgewiesen und es wird verhandelt. Aber Sie es haben ist mir so ja gerade eine Frage gestellt. Ich würde auch gerne antworten. Ja, nein, weil Sie sagen, das haben Sie nicht. Es hat den Eindruck, dass es so ist. Ja, aber vielleicht ist es ja auch das eine Chance. So werden auch Kompromisse übrigens geschlossen, dass man dem anderen auch zuhört. Okay, und wir haben einen Kompromiss miteinander gefunden, nämlich der zum einen den Geist Europas atmet. Das heißt, dass wir keinen Alleingang machen, sondern dass wir mit Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern dann auch Personen wieder zurückführen in die für sie zuständigen Länder, wo sie schon registriert worden sind. Und der Vorteil von Transitzentren, den die Union, CDU und CSU schon einmal vorgeschlagen haben, ist ja der Vorteil davon, dass eben nicht eingereist wird nach Deutschland, dass Menschen, die eben nicht nach Deutschland kommen dürfen, nicht nach Deutschland kommen, sondern dass es dann eine begleitete Rückführung gibt, die menschenwürdig ist, aber wo wir eben nicht einseitig handeln, sondern Abkommen auch schließen. Okay, das heißt, ich verstehe Sie richtig, der Kompromiss bedeutet, dass Sie, die CDU, sagen, wir machen es gemeinsam mit den anderen. Aber der Kern der Forderung von Innenminister Seehofer war doch, dass eben diese Menschen, die woanders schon ihren Asylantrag gestellt haben, dass die dort wieder hingebracht werden. Richtig. Das ist doch die Position der CSU, die sich jetzt durchgesetzt hat. Und der CDU, denn wir haben auch immer gesagt, es soll keinen sogenannten Asyltourismus innerhalb Europas geben. Vorsicht bei dem Wort. Ja, klar, Vorsicht bei dem Wort, man kann es auch missinterpretieren, aber
noch einmal, wir wollen in Europa nicht, dass Personen, die Asyl beantragen, sich jeweilige Länder aussuchen nacheinander, wo sie Asyl beantragen. Denn es gilt, dort, wo schon einmal Asyl beantragt worden ist, wo eine Person auch registriert worden ist, dass dieses Land auch dafür zuständig ist. Sonst funktioniert ja Europa nicht. Und das ist das Ansinnen von CDU und von CSU gewesen. Und jetzt ist letztlich auch die Frage, wie setzt man so etwas um? Und an der deutsch-österreichischen Grenze jetzt die Transitzentren einzurichten, ist eine Chance und eine Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn dort wieder Ordnung reinzubekommen, wo jetzt etwas Unordnung auch war. Aber mit Verlaub, Frau Klöckler, wenn Sie sich so einig waren, CDU und CSU, warum haben wir dann die letzten zwei Wochen diesen Streit, diese Regierungskrise gehabt, über die fast diese große Koalition zerbricht? Ja, weil es durchaus auch unterschiedliche Positionen gegeben hat. Und das ist ja der Charme eines Kompromisses, dass sich beide Seiten bewegen. Denn wir haben in der Sache miteinander gerungen. Natürlich hat Bayern eine ganz andere Betroffenheit wie zum Beispiel das Bundesland Berlin oder Brandenburg. Bayern liegt an einer Grenze und bekommt auch ganz anders die Migration auch mit. Und insofern glaube ich, war es wichtig, dass wir beide Sichtweisen zusammenbringen. Einmal, dass wir die europäische Idee hochhalten möchten. Und das, was unsere Bundeskanzlerin aus Brüssel von dem Gipfel mitgebracht hat, waren ja Fortschritte, waren ja Vereinbarungen. Auf die haben wir jetzt aufgebaut, eben auch bei dem Kompromiss, den wir jetzt gefunden haben. Wir haben den europäischen Geist hochgehalten, aber zeigen auch, dass wir aktiv sind und agieren können in Deutschland. Das ist ja schön und gut, wenn Sie sich jetzt geeinigt haben innerhalb der Union. Aber glauben Sie, dass es gibt ja noch einen anderen Koalitionspartner, nämlich die SPD, dass die dabei mitgeht? Richtig, wir sind ja mehr in einer Koalition, da haben Sie recht. Aber wichtig war ja, dass wir uns erstmal einig sind als CDU und CSU. Das sind wir, das ist die erste Voraussetzung, um dann auch auf unseren Koalitionspartner, die SPD, zuzugehen. Und so wie ich die Kolleginnen und Kollegen in der SPD erlebt habe, sie treibt ja auch die Frage um, wie bekommen wir Europa zusammengehalten, aber wie bekommen wir auch Ordnung in das Asylsystem rein. Und derjenige, der was ablehnt, muss natürlich dann auch einen besseren Vorschlag haben. Und den sehe ich bisher noch nicht. Das heißt aber, Sie glauben, Sie kriegen die SPD an Bord dabei? Es ist keine Glaubensfrage, es ist eine Frage, wie man seinen Beruf versteht als Politiker. Dass man miteinander in der Sache verhandelt und überlegt, hat jemand einen besseren Vorschlag oder eben nicht. Und ich meine, unsere Vorschläge, die wir jetzt auch machen, die zum einen human sind, die zum anderen den Geist Europas tragen, aber auch deutlich machen, dass Deutschland eben nicht alleine alles stemmen kann in der Asylfrage, dass es eine gute Grundlage ist, um miteinander dann auch Regelungen in dieser Bundesregierung zu finden. Wir sind gespannt, was da in diesen Minuten im Kanzleramt besprochen wird und dabei rauskommt. Vielen Dank, Julia Klöckner, die stellvertretende CDU-Vorsitzende nach Berlin. Sehr gerne. Tja, was hat die CSU motiviert, diesen Regierungsstreit so auf die Spitze getrieben zu haben? Vielleicht hilft da ein Blick auf das Grundsatzprogramm, das den Titel trägt, die Ordnung. So etwas wie eine Hausordnung, nicht nur für die Partei, sondern für ganz Bayern. Die CSU sieht sich als Wächter der traditionellen Werte und als Partei, die rechts von ihr niemanden dulden darf, um die Hackordnung in der bayerischen Parteienlandschaft einzuhalten. Vera Kornett und Anna Tillich über den Tag, wie er sich aus bayerischer Perspektive darstellt. Grenzkontrolle auf dem Autobahnparkplatz Rottal-Ost, südlich von Passau in Niederbayern. Wer darf einreisen, wer kann abgewiesen werden? Damit begann mal der Streit zwischen CDU und CSU. Migranten kommen hier nur noch wenige an. Und doch sieht die CSU jetzt Handlungsbedarf. Passau heute Vormittag. Gleich will Ministerpräsident Söder den offiziellen Start für die Arbeit der bayerischen Grenzpolizei geben. Sie soll dieselben Kompetenzen erhalten wie die Bundespolizei. Also Grenzkontrollen durchführen, aber auch gegen Einbrecherbanden und Drogenschmuggel vorgehen. Am Rande der Veranstaltung betont Söder den Einigungswillen mit der CDU. Keiner will bei uns die Regierung als solches in Frage stellen. Man darf auch in einer Regierung ringen um die Sache. Aber es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung heraus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft. Zusammenraufen und Rückkehr zu Sachfragen. Das scheint auch der CSU-Basis in Eck an der Günz im Allgäu am liebsten zu sein. Wir hören uns beim politischen Abend um. Es wurde durch Angela Merkel in Europa in den letzten Tagen sehr viel erreicht. Man hätte da durchaus was als Gewinn verkaufen können. Wir hätten sagen können, nur weil wir Druck gemacht haben, kam es zu diesem Kompromiss. Was gestern jetzt diese Eskalation, das versteht keiner.
Merkel hat recht und Seehofer hat recht. Die müssen nur das Richtige für die Menschen tun. Für mich ist es langsam ein Kasperltheater. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sollten wieder eigentlich zum Politischen zurückkehren. Es ist höchste Zeit, dass man wieder regiert und nicht ständig diese Migrationsfrage in den Vordergrund stellt. Dem pflichtet auch der bayerische Wirtschaftsminister bei. Es gibt neben der Flüchtlings- und Migrationspolitik noch andere Themen, beispielsweise die Wirtschaftspolitik. Die versuche ich erfolgreich zu machen, auch am heutigen Tag. Rückkehr zur Sachpolitik. Das könnte jetzt das Motto der CSU sein. Auch weil sie sich viel vom harten Durchgreifen an der Grenze verspricht. Hier in der Grenzregion schnitt die AfD bei der Bundestagswahl besonders gut ab. Und hier will die CSU jetzt Vertrauen zurückgewinnen. Denn sonst kann sie das selbst gesteckte Ziel, absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Oktober in Bayern, wohl nicht mehr erreichen. Ja, auch wenn sich die Union nun offenbar auf eine Linie zusammengerauft hat, viele CDU-Mitglieder wären in den letzten Tagen am liebsten ziemlich weit weg gewesen von dem Streit, den die Union da aufgeführt hat. Aber wie das so ist mit den Dingen, über denen man gerne schweben möchte, meistens klappt das nicht. Und so haben wir heute Nachmittag quer durch die Republik an der CDU-Basis nachgefragt, was die Parteimitglieder von dem Konflikt an der Spitze bis hierher gehalten haben. Ich wünsche mir, dass man jetzt einfach sagt, wir haben doch alles erreicht. Dass beide Seiten erkennen, sowohl CSU wie CDU, wir haben wirklich etwas bewegt. Ich habe das ja schon erlebt damals mit Franz Josef Strauß. Ich habe schon das nötige Alter, um das nachzuverfolgen. Das war damals natürlich ein Riesenhype. Und man muss natürlich sagen, Franz Josef Strauß war natürlich schon ein ganz gerissener Fuchs in der Politik. Und wenn der zurückgeschreckt ist, ja, dann ist es sicherlich auch für die heutige Koalition ein Zeichen, wie man es machen soll und wie man es möglichst nicht machen soll. Die Problematik von der Flüchtlingen ist keine Problematik allein von Deutschland und so mal gar nicht alleine von Bayern. Und ich finde, dass der Herr Seehofer mit seiner Haltung, um jetzt hier auch daraus eine Staatskrise zu machen, nicht nur Deutschland in Bedrängnis bringt, aber auch die ganze europäische Idee. Ich glaube, das findet mittlerweile auf einer anderen Metaebene statt. Eigentlich sind die ich glaube nicht, dass es im Wirklichen um Sachfragen noch geht, sondern da geht es leider Gottes ein bisschen um ein Machtspiel und ich glaube, es geht da sehr viel um Renommee und eine Imagewahrung. Nur was der Herr Seehofer, glaube ich, nicht richtig im Blick hat, er demontiert im Moment unsere Kanzlerin und daran kann auch die CSU keine Freude haben. Niemand hat Interesse an Neuwahlen. Ich meine, überlegen Sie mal, die CDU und CSU ist eine Fraktionsgemeinschaft, die schon seit sehr, sehr langer Zeit besteht. Unabhängig davon haben, denke ich, auch viele Abgeordnete Angst, nicht wieder im Bundestag einzuziehen. Von daher ist, glaube ich, auch schon klar, dass sie versuchen werden, sich zu einigen auf Biegen und Brechen. Ich bin eigentlich froh, dass die CSU mal dieses Thema aufgegriffen hat, denn es herrscht Unruhe in der Bevölkerung, wenn es darum geht, wie viele Menschen können wir noch aufnehmen, die wirklich hilfsbedürftig sind und wie funktioniert das mit der Abschiebung. Was Herr Seehofer erreicht hat, halte ich für sehr gut. Aber die Art und Weise, wie er es Frau Merkel verkauft, ist grenzwertig. Und ich glaube, dass wir in der Unionsfamilie jetzt zueinander finden müssen und das dann auch mit der SPD in einen vernünftigen Kompromiss gießen müssen. Um das weiter zu vertiefen, begrüße ich jetzt in Berlin den Politikwissenschaftler Ewald Holtmann. Guten Abend, Herr Holtmann. Guten Abend, Herr Zamperoni. Für wie tragfähig halten Sie diese Einigung in der Union? Also es hätte ja der letzten 14 Tage einer permanenten Regierungskrise, die das Zeug hatte, sich zu einer Staatskrise auszuweiten, gar nicht bedurft, um das, was jetzt herausgekommen ist, zu erzielen. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, wo ist eigentlich der substanzielle Erfolg von Horst Seehofer und derer in der CSU, die diesen Konflikt mit unterhalten haben. Ich kann auf den ersten Blick gar nicht erkennen, dass Angela Merkel an irgendeinem Punkt hinter ihre selbst gezogenen Linien einer europäischen Lösung, einen Alleingang zu verhindern, nicht auf Kosten Dritter zurückgegangen wäre. Und wenn man sich anschaut, schon die Koalitionsvereinbarungen, die die CSU ja mit unterzeichnet hat, da gibt es ja semantisch verdächtig nahe an den jetzt beschlossenen Transitzentren das Wort und diese Kategorie der Ankerzentren. Von daher auf der einen Seite, weil es ja letztlich nur um eine Umsetzung des Koalitionsvertrages geht, kann das schon Bestand haben, wenngleich der Teufel immer im Detail steckt. Aber man fragt sich in der Tat, was hat das Theater eigentlich sollen? Ja.
Ja, dieses Theater, bei dem heftig gestritten wurde, und es klang ja auch sehr persönlich, auch heute in einem Interview mit der Süddeutschen hat Horst Seehofer dann gesagt, ich lasse mich doch nicht entlassen von einer Kanzlerin, die nur da ist, weil ich es ermöglicht habe in gewisser Weise. Ist da nicht, auch wenn jetzt eben im Interview Frau Klöckner so optimistisch klang, ist da nicht auch das Tischtuch jetzt so zerschnitten nach diesen 2 Wochen heftigen Streits, dass man da nicht wieder zusammenkommt, auch wenn diese Krise jetzt irgendwie überstanden wurde? Nun, man kann das Tischtuch vielleicht optisch nach außen hin ein Stück weit dadurch wieder zusammenfügen, dass man das zerschnittene bzw. zerbrochene Porzellan entsprechend hübsch drapiert. Aber ich kann mir auch schwerlich vorstellen, wie nach den letzten Wochen und auch nach den letzten Tagen vor allen Dingen ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Bundesinnenminister und Kanzlerin wiederhergestellt werden kann. Und dann reden wir noch gar nicht einmal über den Dritten im Bunde, nämlich den Koalitionspartner SPD. Vertrauen ist eine Ressource, die jede Regierung braucht, zumal eine demokratische, um ihr Handwerk, um ihr Tagesgeschäft solide und auch entsprechend verankert, rückgekoppelt an das Volk, an die Bevölkerung in Gang zu setzen. Und da ist in den letzten Tagen und Wochen doch einiges zu Bruch gegangen. Eben weil so viel zu Bruch gegangen ist, wie beschädigt, glauben Sie, ist die Kanzlerin? Nun, der Kanzlerin wird, weil ja immer irgendwo was hängen bleibt, ob nun fair oder unfair, sicherlich auf absehbare Zeit auch anhängen, dass sie es nicht vermocht hat, diesen Konflikt erst gar nicht auftreten zu lassen. Denn wenn man vom Ende her oder vorläufigen Ende her denkt, das, was jetzt vereinbart worden ist, ist im Grunde genommen identisch mit dem, was sie unter vielen Mühen auch letztlich in Brüssel herausgehandelt hat. Und da fragt man sich, warum war das vorher nicht mit der CSU beispielsweise vermittelbar? Warum hat er es zu diesen Scheingefechten, die insofern von der Sache her zumindest Scheingefechte sind, kommen müssen? Also ein wenig sicherlich ist auch ihre Autorität beschädigt. Jetzt könnte man andersrum herum aber auch fragen, wie wichtig ist es für eine Demokratie, dass da so gestritten wird? Ist es nicht vielleicht auch gut, dass hier so heftig gerungen wird um die Position? Ja, sicher. Es ist auf jeden Fall ein Lebenselixier jeder lebendigen und funktionstüchtigen Demokratie, das Streit, der ja auch notwendig ist, um zu konsensualen Ergebnissen zu führen und der auch notwendig ist, um die in der Gesellschaft vorhandenen Widersprüche, Konflikte und Spannungslagen aufzugreifen, dass das ausgefochten wird. Aber der Stil, mit dem das geschehen ist, der ja auch von vielen CDU-Mitgliedern, auch CSU-Mitgliedern entsprechend kritisiert wird, und diese im Grunde genommen ja kaum mehr durchschaubare, fast gespenstische Vermengung von persönlichen Ambitionen, durchaus legitimen Machtinteressen und unklaren Positionen in der Sache. Das ist es, was sicherlich sehr viele Menschen in diesem Lande verunsichert. Ewart Holtmann, wie immer, vielen Dank für diese präzise Analyse. Bitte schön. Den Kompromiss der Union kommentiert jetzt Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk. Das Ziel der Selbsterhaltung war stärker. CDU und CSU haben sich nicht auseinanderdividiert. Die Fraktionen schienen ihre Parteivorsitzenden heute fast schon in Erzwingungshaft zu nehmen, endlich eine Lösung im Asylstreit zu finden. Ohne diese hätte sich die Bezeichnung Union für die beiden Parteien wohl erledigt. Dieser Abend wäre der Beginn eines gegenseitigen Zerfleischungsprozesses geworden. Die Dramatik der letzten Tage hat eins erneut veranschaulicht. Angela Merkel und Horst Seehofer verbindet immer stärker gegenseitiges Misstrauen und Missgunst. Nur der Druck des Machtverlustes hat sie zu einer Lösung bewegt. Die CSU und Horst Seehofer können sich nun brüsten, zumindest innerhalb der Union eine schärfere Asylpolitik durchgeboxt zu haben. Sie werden es als historischen Sieg feiern. Die kleine Partei weist der größeren den Weg. Aber der Kräfteverschleiß und die Beschädigung des Vertrauens werden noch lange nachwirken. Die Distanz zwischen den beiden Parteien ist heute nicht kleiner geworden, sondern größer. Es braucht wohl ein neues Führungsduo, das die Familienbande der Schwesterparteien wieder festigt. Merkel und Seehofer haben sich in der Asylthematik verkämpft und gegenseitig verbraucht. Immerhin haben sie es aber geschafft –